Ich möchte euch zeigen, wie ihr euer Gesicht konturieren könnt, beziehungsweise wie ihr euer Gesicht schmaler machen könnt. Ihr braucht erstmal einen Pinsel, also es könnte so ein abgeschrägter sein. Oder ihr könnt auch euch so einen großen, fluffigeren nehmen. Und natürlich das Wichtigste, das Puder. Ich habe hier den von Hoola. Ich finde halt, der ist am besten. Der passt wirklich zu dunklen Hauttypen, aber auch zu hellen. Und wenn ihr euer Gesicht schmaler machen möchtet, ist es im Vorteil, wenn ihr ein Bronzepuder nehmt, was erstmal nicht ins Gelbliche geht und nicht ins Orangene und ohne Glitzer. Ich nehme am liebsten diesen angeschrägten Pinsel und ich zeige euch das mal. Also ich nehme ein bisschen Produkt auf und ihr könnt einmal tasten, wo eure Wangenknochen sind. Und unterhalb eurer Wangenknochen müsst ihr das Produkt auftragen. Ihr könnt auch so einen Fischmund machen. Und es dann dorthin setzen. Und nehmt lieber erstmal ein bisschen weniger. So. Und dann auf der anderen Seite. Ihr seht das ja. Wir verblenden das aber gleich noch. Dann ist es ganz wichtig, muss rein. So. Einmal Stirn entlang zu fahren. Euren Haaransatz, dass ihr im Ganzen so ein bisschen auch dann an Bräune gewinnt. Ein wenig hier am Kinn. So, und dann nehme ich diesen großen Pinsel und, also ihr seht ja schon, dass das schon ganz anders aussieht und verblende das alles mit diesem großen fluffigen Pinsel und ziehe das auch schön hoch. Schön bis zu den Ohren. Dass ihr einfach nicht solche harten Balken im Gesicht habt. Aber dass euer Gesicht trotzdem schön definiert ausschaut. Ich gehe dann noch immer einmal komplett mit dem ganzen Pinsel über mein Gesicht. Und ihr seht ja, das geht eigentlich wirklich ruckzuck. Und euer Gesicht ist optisch ein bisschen schmaler, also es läuft spitzer zu. Und ihr habt gleichzeitig noch ein bisschen Bräune in euer Gesicht gezaubert. Ja, das war's. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen, aber feinen Tipp, Trick helfen konnte. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao!